Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine absoluten Lieblings-Hairstyles für kurze Haare. Seitdem ich die kurzen Haare habe, beziehungsweise seitdem ich sie so kurz habe, sind einige Frisuren ziemlich schwierig, beziehungsweise ich kann sie nicht mehr zusammenbinden. Ich kann keine wirklichen Zöpfe flechten. Also musste ich kreativ werden und ich zeige euch heute meine allerliebsten Looks für kurze Haare. Stinknormale Alltagsfrisur, wie ich meine Haare fast immer style, wenn ich sie nicht gerade irgendwie speziell tragen will. Zuallererst hole ich mir hier mal meine Stirnfransen und das Ganze werde ich jetzt etwas voluminöser föhnen. Dazu föhne ich die ganze Haarpartie einmal nach links und einmal nach rechts. Das Ganze mache ich auch immer schon nach dem Waschen mit nassen Haaren, aber ich finde, dadurch fallen die einfach etwas schöner und kleben nicht so an dem Kopf, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann mache ich das ganz simpel so, dass ich... Oh, es ist mittags. Ihr könnt die Sirene hören. Dann binde ich mir das Ganze einfach einmal hoch und glätte meine Haare. Das war es auch schon mit dem Glätten und da wir sie vorhin ja in jede Richtung geföhnt haben, finde ich, dass die Haare, egal ob ich den Scheitel nach links oder nach rechts mache, besser liegen. Deshalb mache ich das immer davor, bevor ich meine Haare glätte und meinen Seitenscheitel mache. Dazu fahre ich einfach einmal durch die Haare und damit sie in Position bleiben, verwende ich wieder das Haarwachs von meinem Freund, das ich ihm gekauft habe. Dazu gebe ich etwas auf meine Fingerspitze, verreibe das in meinen Fingern, forme das einmal durchs ganze Haar, damit die schön fluffig und trotzdem in Position bleiben. So style ich eigentlich meine Haare immer und ich glätte sie meistens einmal, wenn ich sie style, und dann, bis ich meine Haare wasche, nicht mehr. Ich glaube, wir alle kennen das Problem. Die Haare werden schon langsam fettig, man will sie aber noch nicht waschen, weil man macht heute den ganzen Tag nichts oder man hat was Wichtiges vor und keine Zeit mehr zu waschen. Und. Deshalb werde ich euch heute meine allerliebste Bad Hair Day Frisur für kurze Haare zeigen. Ich muss gestehen, seitdem meine Haare so kurz sind, wie sie jetzt sind, werden sie viel schneller fertig, weil ich irgendwie viel öfter mit meinen Händen in den Haaren rumfahre. Meine allerliebste Kurzhaarfrisur für leicht fettende Bad Hair Days. Dazu mache ich hier mal meine Haare auf und man sieht, sie sind definitiv nicht mehr am frischesten. Zuerst kämme ich sie mal durch. Als nächsten Schritt mache ich sie mir einfach mal nass. Dazu feuchte ich einfach meine Finger mit Wasser an. Nachdem ich das gemacht habe, verwende ich am liebsten dieses Gel von DM. Es ist ein Männergel, aber es hat diesen Nass-Look-Effekt. Geben wir uns erstmal jede Menge auf die Hand. Und das gebe ich mir jetzt auf die nassen Haare. Gehe sie nochmal so richtig durch nach hinten. Jetzt lasse ich das Ganze nur mehr antrocknen. Es ist super einfach, super easy und super elegant. Guten Morgen! Heute gibt's, beziehungsweise bei euch ein paar Sekunden später, gibt's den zweiten meiner liebsten Hairstyles. Ich liebe es, meine Haare gelockt zu tragen. Momentan sind sie geglättet. Als sie noch ein bisschen länger waren, habe ich mir einfach immer zwei Boxer Braids gemacht und dadurch habe ich immer diese No Heat Waves bekommen. Mittlerweile schaffe ich es leider nicht mehr, mir richtige Braids zu flechten. Aber ich habe eine Lösung gefunden. Dazu brauche ich einfach nur zwei Haargummis und das war's dann auch schon. Zuallererst
Zuallererst kämme ich mir die Haare durch, teile ich mir die ganz grob einfach in der Mitte ab, mache ich mir meine Haare wieder leicht nach, damit sie einfach etwas griffiger sind. Ganz einfach ohne Kunst nehme ich wie beim Flechten die Strähne. Nur, dass ich sie diesmal nicht drei teile, sondern einfach nur zwei teile. Das heißt, ich mache wie beim Flechten, lege ich das vordere Teil immer drüber, nehme mir wieder ein bisschen Haar mit dazu und lege das wieder drüber. Einfach immer ein kleines Stückchen Haar dazu nehmen. So, danach das Ganze einfach mit dem Haargummi befestigen und die zweite Seite starten. Und das Ganze befestigen wir jetzt auch mit dem Haargummi. Und das war's jetzt. So sieht das Ganze aus. Und ich trage die Frisur jetzt entweder zum Schlafen oder ich mache sie mir morgens und mache sie nachmittags auf und habe meine Wellen. Wir haben mittlerweile nachmittags, es sind einige Stunden vergangen, meine Haare sehen jetzt so aus. Ich habe sie hier auch schon nochmal ein bisschen festgemacht. Wir machen das Ganze jetzt gemeinsam auf. Damit ich das jetzt etwas ausbessern kann, habe ich mir so ein Mini-Glätteisen besorgt, das super für kurze Haare zum Locken ist. Reicht das jetzt auch schon und zu guter Letzt mache ich mir das Ganze noch ein bisschen fester mit Wachs von meinem Freund. Und das ist jetzt nochmal bei besserem Licht. So sieht das Ganze aus. Guten Morgen und das ist jetzt the day after. Gestern hatte ich mir meine Locken gemacht. So sieht das Ganze bei mir am nächsten Tag aus. Seitdem ich kurze Haare habe, meine Go-To-Frisur. Egal ob schöne Haare oder nicht schöne Haare. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Haargummi und ich verwende dann immer noch ein Scrunchie. Nehmen wir einfach unsere vordere Haarpartie. Ich lasse dann immer gern hier noch raus. Schauen. Wir machen das Ganze einfach zu einem kleinen Dutt. Sieht dann so aus. Damit das Ganze doch etwas gepflegter, sage ich jetzt mal, aussieht, mache ich mir immer noch mal mein Scrunchie drüber. Das war's auch schon. Das ist mein absoluter Favorite Go-To Hairstyle mit meinen kurzen Haaren. Einen weiteren simplen Hairstyle, den ich gerade gerne mal trage mit den kurzen Haaren, ist dieser. Was ihr dazu braucht, sind einfach zwei Haarspangen, ganz egal, was ihr so zu Hause habt. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist, ich teile mir hier einfach mal meine kürzeren Stirnfransen ab. Damit das dann auch so bleibt, nehme ich meine Spangen zur Hand und werde mir das Ganze einfach hier an jeder Seite festigen. Und das war's auch schon.